Wir marschierten nach York. Commodus war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. Sodass wir alle in Frieden leben können. Sodass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle. Und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. Er ist wahrhaft weise und gerecht. Es ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines Willens und der Macht Roms. Erhebe dich. Umarme mich. König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Du wagst es! Dreckiger, stinkender Hund! Passiert, wenn man mir trotzt? Trotz dir! Nicht Barbaren töteten meinen Vater. Der Kaiser war's. Rette Rom vor ihnen. Jetzt! Geht, ihr Hunde! Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Mein Vater ist ein Gott! Ich bin ein Gott! Gehorcht mir!
Göttern gehorcht! Bringt uns zum Hafen! Italien! Bringt diesen rebellischen Amtsraum unter Kontrolle! Haltet die Stadt, keine Gnade! Ihr werdet alle dafür bezahlen! Wir werden jeden Mann, jede Frau, jedes Kind abschlachten! Und auf eure Gräber pissen! Verstärkt die Mauern! Drängt sie zurück! Los! Schließt die Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Marius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! Götter, behütet uns. Return! In Stellung gehen! Pfeilhagel auf mein Zeichen! Ja, Herr! Jörg ist verloren. Es sind zu viele für uns. Du musst die gesamte britische Armee... Was? Steh uns bei. So etwas habe ich noch nie gesehen. Soldaten! Eine große Schlacht erwartet uns. Stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben. Schützen! Feuer öffnen! Flacher Weg. Kurze Distanz. Trefft ihre Türme und Soldaten. Bleibt nah der Zinn. Sobald ihr euch den Stein zu hören, streckt ihr Rücken ab. Da kommen sie! Soldaten.
Ballisten, Belagerungsmaschinen! Südtor ist befallen. Die Stadt wird überrannt werden. Bringt diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. Ich muss den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr. Durch diese Armensiedlung dort. Feuer!
Hier kommt der Centurion, den Römern den Tag zu retten. Schickt ihn auf den Grund der Us!
Talion ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Herr, wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Los, Männer! Zeigt ihnen die Stärke unserer Schilde und die Schärfe unserer Klingen! Männer! Schilde! Soldaten! Halten! Sila! Leute! Haltet aus! Standhaft! Schilde los! Haltet auf! Wappnet euch! Wieder bereit! Werft! Ihr da! Treibt alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück! Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Ja, 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 ja. Abnehmen. Marius, komm, folge mir. Die Götter verschaffen uns eine Atempause.